Wir werden ungefähr nur 10 Minuten machen. Und in der zweiten Klasse werden wir nochmal eine Meditation machen. Aber ich möchte nur einmal diese Woche zumindest euch dadurch führen, wie man eine Meditation anfängt. Und ich weiß, ihr habt das schon 100 Mal gemacht. Aber ich möchte nur sicherstellen, dass ihr das auch macht. Also nur einmal diese Woche werden wir einmal die vorbereitenden Übungen durchgehen, die geistigen vorbereitenden Übungen. Und ich mache das schon seit fast 50 Jahren. Und es macht mir immer noch Spaß. Es ist sehr, sehr schön. Und ich meditiere nicht, ohne das hier zu machen. Und ich mache das jeden Morgen, wenn ich meditiere. Ich glaube, es ist eine schöne Art und Weise, mindestens einmal das zu machen. Also ich verbringe sehr viel Zeit damit, meinen Geist für eine Meditation vorzubereiten, und das dauert ungefähr 10 oder 15 Minuten, nur um in die Meditation einzutauchen. Also ich möchte euch das wirklich ans Herz legen und euch daran zu gewöhnen, und ihr müsst es auch nicht jeden Tag machen. Wenn ihr zum Beispiel der Finanzminister in einer großen Stadt in Colorado seid und es dann kürzer halten oder direkt zur Hauptmeditation übergehen, aber zumindest ein paar Mal die Woche solltet ihr euch Zeit nehmen mit diesen vorbereitenden Übungen. Also seid ihr bereit? Nach fast 50 Jahren vom Meditieren, es sind mehr als 50 Jahre sogar, glaube ich immer noch, dass es gut ist, mit einem Atempraxis anzufangen. Und 10 Atemzüge reichen mir da nicht aus. Ich brauche 100. Und das dauert ungefähr 5 Minuten. Wir werden jetzt 100 Atemzüge nehmen. Und ihr werdet 3 oder 4 Mal nicht abgelenkt sein. Aber das ist okay, das ist nicht schlimm. Kommt einfach wieder zurück zum Zählen. Zuerst ausatmen und dann in einatmen. Das ist ein Atemzug.
Dann gehen wir durch die 7 vorbereitenden Übungen. Der erste ist, sich zu verbeugen. Ich persönlich nehme mir jemanden, vor dem ich mich mental verbeugen kann, der mich inspiriert. Jemanden, den ich in der letzten Woche persönlich gesehen habe. Meistens sind es keine Buddhisten, sondern einfach Leute, die sich sehr inspirierend und gut verhalten und gerne so sein würde wie sie. Und mental verbeuge ich mich so von ihnen, indem ich mich an jemanden denke, der mich inspiriert. Es ist nicht jedes Mal jemand Berühmtes. Es ist einfach nur jemand, den ich getroffen habe, der etwas tut, was schön ist für andere. Der nächste ist, Geschenke zu überreichen, Darbringung machen. Und dann stelle ich mir vor, wie ich ihnen etwas schenke. Und ich persönlich schenke ihnen etwas Gutes, was ich selbst getan habe in der letzten Woche. Eine kleine Darbringung meiner guten Tat, was ich in den letzten paar Tagen vollbracht habe. Der dritte Schritt hier ist, etwas zu beichten und zuzugeben, einen Fehler, den man in der letzten Woche oder so gemacht hat. Also versuch, dich an einen Fehler zu erinnern und sei ehrlich darüber. Es hilft sehr, ein schlechtes Karma zu bereinigen. Einen Fehler zuzugeben, den man gemacht hat. In der letzten Woche oder so. Und es hilft auch sehr, es jemandem persönlich zu sagen. Es ist gut, in der Meditation das zu machen, aber es ist noch besser, es mit Freunden zu teilen. Und dann kannst du ganz schnell dich verbessern. Dann teil etwas Gutes, was du getan hast mit dieser Person letzte Woche. Zeig es ihm. Leute fokussieren sich zu sehr aufs Negative. Und wir haben Schwierigkeiten, uns darüber zu freuen,
wenn wir was Gutes getan haben, ohne Stolz. Also hab keine Angst, etwas zuzugeben, dass du auch eine Menge gute Dinge tust. Und such dir eins davon aus, eine gute Sache, und ohne Stolz, rejoice und freu dich darüber. Und der nächste Schritt ist, um Unterweisung zu bitten. Und für mich sind Unterweisungen auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Eine ist, oft, wenn ich mir die großen Bücher angucke, die buddhistischen Bücher, dann sehe ich sehr schöne Unterweisung, die ich in meinem Leben helfen kann und benutzen kann. Und oft kriege ich auch Unterweisung von anderen Leuten. Jemand, der mir etwas Schönes sagt. Und dadurch kriege ich eine Unterweisung. Oder jemand, der mich herausfordert und an meine Grenzen bringt und mich fordert. Und daraus kann ich auch eine Lehre ziehen. Also frag für diese Art von Unterweisung und bete, dass du positive als auch herausfordernde Unterweisung bekommst. Und Nummer 6 ist, den Lehrer zu fragen, zu bleiben. Und ich habe viele, viele Lehrer, die zu mir kommen, aus der ganzen Welt. Oder durch die großartigen alten Bücher. Aber ich habe auch meine geliebtesten Lehrer sind immer noch am Leben. Und bitte sie, dass sie weiter in deinem Leben bleiben. Jetzt würden wir hier die Hauptmeditation anfangen, was auch immer unsere tägliche Meditationspraxis ausmacht. Und danach würden wir widmen, das gute Karma. Ich stelle mir eine bestimmte Person vor, der gerade leidet. Vielleicht sind sie krank oder sie haben einen schweren Schicksalsschlag in ihrer Familienleben erlitten oder so. Und ich sende
das gute Karma der Meditation zu ihm. Also lasst uns das Karma widmen. Und dann kannst du langsam deine Augen öffnen und dich strecken und etwas trinken. Wenn ihr in Arizona seid, dann müsst ihr ganz viel trinken, um dich auszutrocknen in der Wüste. Das Blut steigt ins Gehirn und das Blut besteht aus Wasser, und wenn du nicht trinkst, wirst du dumm. Das meine ich ernst.